Wir hatten oben schon gesagt, dass der Lesekopf oder der Lesezeiger über die Datei wandert, bis er eben hinten angekommen ist. Und wenn wir den nicht neu positionieren, dann kann der auch nicht wieder zurückgestellt werden. Deshalb kam eben die, ja, vielleicht fehlerhafte oder vielleicht unerwartete Ausgabe, dass eben eine Datei nur einmal ausgegeben wurde, der Dateiinhalt nur einmal ausgegeben wurde. Mit der Methode Seek können wir eben den Lesekopf neu platzieren. Dabei gibt es zwei Argumente. Das erste Argument gibt an, um wie viele Bytes, ganz wichtig Bytes, der Zeiger verschoben wird. Der zweite Parameter, das zweite Argument gibt an, von wo aus gezählt wird. Ist der zweite Argument eine 0, dann wird von Beginn angezählt. Ist das zweite Argument eine 1, dann wird von der aktuellen Position ausgezählt. Ist das zweite Argument eine 2, dann wird vom Ende ausgezählt. Beispiele. Ja, ach so, und wichtig, falls kein zweites Argument angegeben wird, dann wird eben immer als Default 0 genommen. Das heißt, man zählt von vorne an. File Seek 3. Man zählt von vorne und geht aufs dritte Byte. FileSeek 5.1. Man ist an irgendeiner Position und geht 5 Bytes weiter. FileSeek 0.0. Man geht ganz zurück auf den Anfang der Datei. Probieren Sie selbst ein bisschen und spielen Sie ein bisschen herum mit dieser Datei. Sie haben nochmal die Datei in Erinnerung, die wir jetzt öffnen, Zahlen.txt. Ja, Sie sehen, eins steht hintereinander. Wenn ich jetzt 60 Bytes nach vorne gehe mit FileSeek, ja, was ist dann die Ausgabe? Hinten machen wir eine zweite Ausgabe, wenn wir das Ganze nochmal von vorne durchlaufen. Na, muss hier rein. Ja, und Sie sehen, dadurch erstmal, dass ich kein Strip eingegeben habe, wird eben immer nur das Leerzeichen mit angegeben. FileSeek 60. Wieso kommen wir jetzt eben genau an der 18 an? Ja, man müsste jetzt die Bytes abzählen. Ich mache es vielleicht am Anfang noch was einfacher. Ich mache am Anfang mal 30. Ja, wir lassen das nochmal laufen. Jetzt ende ich bei der 10. Warum 10? Ja, Sie können jetzt immer hier reingucken in die Datei 0. Ein Zeichen ist ein Byte. Und dann kommt aber noch dieser Zeilenumbruch, ein Schrägstrich und ein N. Die müssen Sie jetzt denken, sind 3 Bytes. Ja, und dann haben wir eben bis zur 9. Ja, haben wir dann eben 10 Ziffern mal 3, 30 Bytes. Das sind genau diese 30 Schritte, die ich nach vorne gehe. Und dann kommt eben mein 10. Probieren Sie selber ein paar Zahlenwerte aus, mit denen Sie da experimentieren und gucken Sie, wie Sie eben das Ganze eben manipulieren können. Tatsächlich wird Seek relativ selten verwendet. Häufig wird man eben eher eine Datei erst komplett auslesen und dann verarbeiten und anschließend, wenn die eben Datei neu geschrieben ist, die Daten neu geschrieben ist, komplett eben in die gleiche Datei vielleicht zurückschreiben.